Ja, hallo zusammen. Willkommen zum relativ großen, langen Vortrag Joomla Security. Wir sind drei Redner, der Jan-Erik Sassenhaus und Viktor Vogel und meine Wenigkeit. Dazu komme ich nachher noch. Wir werden in anderthalb Stunden einige Themen, sage ich mal, durchsprechen. Vorneweg gleich, wenn Fragen sind, wir haben hier wirklich diese Mikrofone. Das hat zwar irgendwie noch keiner benutzt, aber die funktionieren. Also einfach zu den Mikrofonen an den Gängen hingehen. In der Mitte ist so eine Taste Mic. Und wenn das Ding oben leuchtet, dann funktioniert das. Dann wird das nämlich auch mit auf den Videos aufgezeichnet. Und die anderen Leute verstehen es besser. Nur so vorneweg. Ja, ich heiße Christian Schmidt. Ich bin 30, gehe jetzt auf die 40 zu und ja, ich habe mit einem ehemaligen Arbeitskollegen die User Group München gegründet vor einigen Jahren und ja, auch vor einigen Jahren mit dem Jan-Erik Sassenhaus zusammen die joomlasecurity.de und sind ja seitdem irgendwie bemüht, dementsprechend irgendwie Informationen zu geben, um Joomla irgendwo einen Tick sicherer zu machen oder was können wir alles noch irgendwie tun, dass das sicherer ist, dass nicht so viele Angriffe stattfinden und dass die Seiten nicht gehackt werden. Zu den Themen, die ich, sage ich mal, heute ansprechen möchte, was hat sich, sage ich mal, im Thema Sicherheit in Joomla 3 geändert? Was gibt es da Neues? Was hat sich dort geändert. Aktuelle Angriffe, die derzeit, sage ich mal, stattfinden auf Joomla. Was immer so ein Thema war, was irgendwie in meinen Augen vernachlässigt wurde, der richtige Hoster. Das hat in meinen Augen sehr viel mit Sicherheit zu tun, da hier doch anscheinend sehr hohe Defizite sind. Und wie geht es, sage ich mal, mit joomlasecurity.de demnächst weiter? Was gibt es Neues in Joomla 3 in puncto Sicherheit? Die Passwörter werden jetzt neuerdings in einem neuen Verfahren, in einem Hashwert abgespeichert, im Bcrypt-Verfahren. Dadurch sollten die Passwörter, sage ich mal, doch etwas sicherer sein für die nächsten Jahre. MD5 ist in dem Sinne unsicher. Der Entwickler selbst hat es gesagt, man kann sie doch aushebeln und deshalb sollte man es einfach nicht mehr verwenden. Joomla hat es jetzt umgesetzt und dementsprechend sind die Passwörter jetzt nochmal sicherer in der Datenbank gespeichert. Was auch schon zu diesem Thema heute und gestern schon angesprochen wurde, ist die Zwei-Faktor-Authentifizierung von Joomla, die jetzt eingebaut ist, mit dem YubiKey zum Beispiel. Joomla war das erste CMS-System, was es von Haus aus integriert hat. Alle anderen haben es noch nicht integriert, soweit ich weiß. Es gibt aber Plugins dafür, die das nachrüsten. Bei Joomla ist das von Haus aus integriert. Das ist, sage ich mal, ist in meiner Meinung eine sehr lobenswerte Einstellung. Dadurch kann man halt Joomla unheimlich sicherer machen, weil ich brauche halt nicht mehr, oder ich brauche nicht nur noch das Benutzername und Passwort, sondern ich brauche den YubiKey zum Beispiel mit dem Token drauf, ansonsten komme ich nicht ins Backend rein. Dazu kam gestern im Vortrag von YubiKey so einige Fragen auf und wir haben das nochmal kurz geprüft. Die Deinstallation, also wenn man wirklich mal diesen YubiKey verlieren sollte und dann nicht mehr reinkommt, über die Datenbank kann man es wieder deaktivieren. Also so kann man es dann wieder zurückstellen, dass man doch wieder in Joomla reinkommt. Ansonsten generiert Joomla, ja? Ja, ich sag mal, die Zwei-Faktor-Authentifizierung war schon in 2.5? Nee. Genau, 3.1 ging es dann los, genau. Ausgereizt ist es jetzt, sag ich mal, dass es richtig funktioniert. Es gab da noch einen Bugfix. Aber bei der Generierung, wenn man den YubiKey aktiviert,
werden einmalig so einmal Passwörter 10 Stück generiert. Also wenn man die ausdruckt und sich irgendwo hinlegt, wo man sie dann wieder findet, könnte man das Ganze wieder zurücksetzen, sodass man da wieder reinkommt. Also ich kann jedem nur empfehlen, diesen YubiKey, den gibt es ja gratis, sage ich mal, heute, ein für jeden. Jeden wirklich das wirklich einzusetzen, weil Benutzername und Passwort ist natürlich eins, aber so ein Token, der unheimlich lang ist und so stark verschlüsselt ist, den zu knacken, ist, sage ich mal, sehr unwahrscheinlich in jetziger Zeit. In Zukunft sieht das ja wieder anders aus. Daher sollte man, sage ich mal, doch darauf setzen, das Ding kostet kein Geld, also 30 Euro oder was in der Grundversion, also sollte man einsetzen, also macht wirklich Sinn. Damit, das kann man auch für jeden Benutzer registrieren. Also ich kann zum Beispiel sagen, nur der Superadministrator hat diese Zwei-Faktor-Authentifizierung und die Redakteure, die da noch irgendwie so rumgeistern, die brauchen das jetzt, sage ich mal, nicht unbedingt. Das kann man entscheiden pro User. Die aktuellen... Ja? Ja. Also es ist möglich mit einem Key rein theoretisch 200 Webseiten. Also machbar ist das. Aber man kann ja auch jedem Kunden, sage ich mal, also sagen, okay, hier Kunde, du hast jetzt hier erstmal deinen YubiKey. Damit kommst du auf die Webseite drauf. Ich habe meinen auch, ich komme halt auch drauf. Und man ist safe, dass man immer irgendwie reinkommt. Also geht auch. Aktuelle Angriffe auf Joomla, die... Entschuldigung, kurz zurück. Was gibt es sonst noch an sicherheitsmäßig Neues? In Joomla, so an den Funktionen her, sehr wenige, die eigentlich nicht zu nennen sind. Viel ist einfach im Core passiert, im Hintergrund Code gesäubert, neue Filterregeln und so weiter. Aber an Funktionen, die wirklich der Nutzer machen kann, sind es eigentlich im Großen und Ganzen die Zwei-Faktor-Authentifizierung. Und das, was im Hintergrund vielleicht noch wirklich erwähnenswert ist, ist dieser Passwort-Hashwert in der neuen Funktion. Ansonsten finden eigentlich ja immer Angriffe auf Joomla statt. Das ist überall so. Jede Webseite hat, würde ich jetzt mal schätzen, zwischen 10 und 100 Angriffe am Tag. Das wissen die wenigsten. Das sind alles in der Regel automatisierte Angriffe, die dort stattfinden. Es sind immer gewisse Erweiterungen, die da leider auftauchen. JCE, sage ich mal, ist so ein schönes Beispiel. Es werden auch wieder gerade aktuell nach JCE-Lücken gescannt, automatisiert, wo die Leute dann dementsprechende Dateiablage einfach machen. Es ist in der letzten Zeit anscheinend sehr in geworden bei den Hackern, dass einfach nur irgendwo eine PHP-Datei liegt. Und das war's. Erstmal passiert gar nichts. Das Ding liegt da. Monate später wird diese Datei erst ausgeführt. Solange hat derjenige auch den Hack teilweise nicht bemerkt. Das heißt, die Log-Auswertung, die dort stattfindet, wo man sagt, ja, ich wurde gehackt, ich gucke mal den Logs nach, aber wer hat denn noch die Logs, sage ich mal, vom halben Jahr? Also die wenigsten. Es gibt Hoster, die löschen die dann nach einem gewissen Zeitraum, weil sie einfach uninteressant geworden sind. Das passiert sehr häufig. Die sind teilweise die Exploits, die dort hochgeladen werden auf den Servern, die haben teilweise schon Ausmaß eines CMS-Systems. Habe ich leider schon gesehen mit teilweise 32.000 Zeilen Code, wo wirklich alles abgescannt wird, wo Joomla durchgescannt wird, was ist installiert, was nicht und welche Version. Und dann guckt zum Beispiel dieses Tool im Endeffekt nach, gibt es dazu eine passende Sicherheitslücke? Und wenn ja, dann tun wir die gleich mal ausnutzen. Das hat immer einen sehr blöden Nachgeschmack, das Ganze, weil Dateien, die dort hochgeladen werden, die missbraucht werden, ich sage jetzt mal Bildchen von kleinen Kindern oder so, alles schon leider vorgekommen. Spam-Versand ist natürlich auch noch so ein Problem an der Geschichte, was immer wieder auftaucht. Da sollte man sich halt Gedanken machen und da vielleicht halt auch mal drüber schauen, ob nicht irgendwo mal eine Datei hinzugefügt worden ist. Die heißen in der Regel so xy37j.php oder sowas. Ja, die liegen da irgendwo rum, die haben keinen Sinn. Und meistens liegen die
komischerweise ein Image-Verzeichnis, weil meistens nur da der JCE den Zugriff drauf hat. Also da kann ich nur nochmal nahelegen, den JCE abzudaten. Das ist ganz wichtig. Also dann kam durch Zufall am Donnerstag, wie wir angereist sind, hat mich die Nachricht von David Jardin erreicht, dass im Virtuomat eine aktuelle Sicherheitslücke drin ist, die es leider ermöglicht, Super-Administratoren-Rechte zu erlangen. Also sollte das jemand einsetzen, nochmal hier kurz der Hinweis, dringendst updaten. Sonst kann das böse Auswirkungen haben. Nochmal? Virtuomat, diese Shop-Komponente für Joomla, wenn man sie so nennen will. Gestern kam halt auch noch im Initiative S-Vortrag ein interessantes Thema auf mit DOS-Attacken. Wenn die Webseite unter DOS-Attacken steht, was man dagegen tun kann. In der Regel sage ich mal einfach mal nichts. Wenn da angegriffen wird, der Server wird da angegriffen, dann kann ich nichts tun. Diese Anfragen, in der Regel versuchen die Hoster da natürlich schon irgendwie gegenzusteuern, aber das kann mitunter Wochen dauern, bis der Angriff teilweise weg ist. Es gibt Dienste, ja, es ist ein bisschen schlecht zu sehen, aber die Präsentation ist dann nachher auch zur Verfügung. Ein Dienst, der nennt sich Cloudflare zum Beispiel. Es gibt auch andere Dienste, die haben dort Möglichkeiten, solche DOS-Attacken abzufangen. Man leitet im Endeffekt die Domain, die DNS-Einstellung auf deren Netzwerk um. Also so ein Hoster, wenn der jetzt so ein Rechenzentrum hat, nehmen wir mal an mit einer Bandbreite von 100 Gigabit und da kommt jetzt so eine, und der Server hat eine normale Bandbreite, die er so braucht von 1 Megabit, weil meistens ist es eh nicht mehr, dann kommt jetzt so ein Angriff drauf mit 40 Gigabit auf die Webseite, dann sagt er, okay, ich kapp das Ding und schalte das Ding ab, weil der macht mir mein ganzes Rechenzentrum kaputt. Cloudflare packt solche Bandbreiten und verteilt die weltweit an, ich glaube derzeit 28 Rechenzentren. Die können über 100 Gigabit an DOS-Attacken abfangen. Effektiv. In der normalen Fassung für kleinere Webseiten ist dieser Dienst sogar kostenlos. Also man kann sich das mal anschauen. Für große Webseiten, die es dann wirklich brauchen, weil das Thema halt aufkam, so mit Shop und vor Weihnachten, ich mache mal Black Hat SEO, wie sich das so schön nennt, und sag, okay, du zahlst mir jetzt 10.000 Euro, ansonsten kriegst du nur noch Links von irgendwelchen Pornoseiten oder ich hau da eine DOS-Attacke drauf und dein Shop ist offline. Mit sowas kann man das verhindern. Kostet dann irgendwann Geld. Auch mal, das kann bis in die Tausender pro Monat reingehen, je nachdem, was man braucht. Aber im kostenlosen Dienst funktioniert das ziemlich gut. Ich habe das selber mal getestet. Es läuft ganz gut, es hat nur einen ganz großen Nachteil. Ich habe nie die gleiche IP-Adresse. Für SEO ist das tödlich. Das ist, muss dann jeder selber, sage ich mal, entscheiden. Aber das nur so am Rande. Ja, was immer wieder vernachlässigt zu diesem Thema, weil auch genau mit solchen DOS-Attacken, was immer wieder aufkommt, der richtige Hoster. Ja, wo tue ich das Ding packen? Ich will hier keine Werbung für irgendwelche Hoster machen oder sagen, welche schlecht sind. Ich habe da so meine persönlichen Erfahrungen. Man sollte sich vielleicht gewisse Sachen aussuchen. Je nachdem, was ich halt brauche. Nicht jeder Hoster ist für jede Möglichkeit, die ich benötige, geeignet. Der eine sagt, mir reicht ein Webspace, da gibt es genügend Hoster, die gut sind. Wenn der eine sagt, ich brauche einen Server, dann gibt es auch genügend, die da gut sind. Wenn der andere sagt, ich brauche einen Managed Server, dann gibt es nur noch wenige, die da gut sind. Das sollte man natürlich individuell mal klären, was man dort benötigt, um zum Beispiel, sag mal, sowas vielleicht zu vermeiden. Ich sag mal, schön, dass der Admin da irgendwie mit seinem Hund ist. Ich sag mal, wenn der Hund da jetzt mal meint, er beißt ins Kabel. Ja, gut, vielleicht ist das Netzwerk gestört. Wenn es das Stromkabel war, ist der Hund gestört danach. Das ist dann, sage ich mal, so ein bisschen grenzwertig. Oder so eine schöne Verkabelung. Man sollte es nicht glauben. Ich war leider schon in Rechenzentren drin, wo das so aussah. Heutzutage, also das ist 3 Jahre her gewesen. Also das ist grenzwertig. Es gibt Hoster leider, wo das so aussieht, wo ich mir dann denke, ob das wirklich die richtige Wahl ist, dort meinen Shop oder meine Webseite zu hosten, die da jeden Tag 10.000 Zugriffe drauf hat.
Das ist sehr schwierig, was das, sage ich mal, angeht. Na, gehen wir da. Eigentlich sollte so eine Verkabelung etwas schöner aussehen. Es gibt Toaster, die machen wirklich Fotos von ihren Rechenzentren, wo das einfach steht, wo man einfach sieht, okay, die haben da sich Gedanken gemacht, wie können wir da eine vernünftige Verkabelung und wie können wir dann wirklich mal, wenn so ein Notfall ist, auch schnell reagieren. Weil mit dem anderen Bild davor, glaube ich, wenn man sagt, ja, ich brauche mal das Netzwerkkabel, wird das etwas schwierig, sage ich mal, das zu finden. So ein Hoster hat, sage ich mal, auch noch mehr Probleme. Ich habe es leider vor kurzem selber gehabt mit einem Kunden, der bei einem sehr großen Hoster ist, der mit S anfängt, mehr sage ich jetzt nicht, wo das PHP als Modul im Apache lief und dadurch halt das sogenannte www-run-Problem auftaucht. Jeder, der das mal selber hatte, weiß, wovon ich rede. Ich habe dann den Hoster gefragt, ja Mensch, was können wir da tun, damit das Ganze da behoben werden kann? Wo muss ich welche Einstellungen machen, damit das da weg ist oder irgendwelche HTAccess-Einstellungen? Die Antwort war vom Hoster, tun Sie doch die Dateien und Ordner auf 777 setzen. Danke. Ich habe gesagt, okay, 5 Minuten später ging die Kündigung raus, die Sache war erledigt. Weiß ich nicht, ob das immer so der richtige Hoster, sage ich mal, ist. Uppala, jetzt war ich wahrscheinlich zu schnell. Also, ich kann es nur noch nahelegen, der richtige Hoster ist entscheidend. Macht der Hoster Backups? Kann ich auf die Backups zugreifen? Wie sieht das aus zum Beispiel, bietet der Hoster Update-Service an für Joomla oder von mir aus auch für andere CMS-Systeme? Solche Sachen sind interessant. Bietet der zum Beispiel einen Shell-Zugang an für, ich sag mal, für die Experten, für die fortgeschrittenen User, die das brauchen? Und hat dieser Zugang auch wirklich noch ein paar Funktionen oder kann ich da eigentlich gar nichts machen? Das sind so Dinge, die sollte sich vielleicht der eine oder andere mal überlegen, welcher Hoster die richtige Wahl ist. Das ist ein schönes Bild, das leuchtet alles schön so bunt. Es ist aber aufgeräumt. Es hängt da nichts rum, man kommt da ran und wenn man jemand mal was sucht, dann denke ich, ist das die richtige Wahl. Man sollte, wie gesagt, sich das genau überlegen. Der Hoster ist im Endeffekt darauf, wo ich meine Webseite aufbaue. Also, es gibt halt einfach Hoster, die sind nicht geeignet. Ja. Vorschläge. Ja, es gibt Leute, die arbeiten da jetzt dran, dass das besser läuft. Im Moment gibt es relativ, die großen Hoster haben auch ganz große Probleme, ohne Namen zu nennen. Und da zähle ich jetzt mal alle großen in Deutschland dazu. Ob die ein blaues Logo haben oder ob die ein gelbes Logo haben oder blau-gelbes Logo haben, das ist wurscht, oder grün auch. Es gibt andere Hoster, sage ich mal, auch vor allen Dingen, wenn es um richtiges Server-Hosting geht, die weitaus besser geeignet sind für gewisse Anwendungen. Ganz ehrlich. Also kann man nachher gerne drüber sprechen, aber will hier, sage ich mal, keine Schleichwerbung machen. Aber man hat so seine Erfahrung. Oder was auch sehr gut ist, einfach den Hoster in Google eingeben, Leerzeichen Joomla, Leerzeichen Probleme. Je nachdem, was so rechts die Trefferzahl ansagt, kann man sich ja da vielleicht auch mal so eine Meinung bilden. Es gibt also Hoster, die fallen da mit sehr vielen Einträgen sehr doll auf. Wie geht es weiter mit joomlasecurity.de? Wir haben oft die Anfragen gekriegt, dass ja, können wir jetzt eure HTAccess von 2.5 auf die 3er nun verwenden, ja oder nein? Ja, grundsätzlich schon. Wir haben eigentlich immer gesagt, wir machen alles eigentlich nur Longtime-Support-Versionen, sprich 1.5, 2.5, 3.5. Nichts ist so beständig wie die Unbeständigkeit, das haben wir jetzt ja gelernt von David auch im Vortrag. Das hat sich erledigt, das machen wir jetzt mal alles anders. Wir werden in dem Sinne in Zukunft, wir haben es schon in den News angekündigt, das Ganze wieder so machen müssen, dass wir die Versionen hier zwangsweise irgendwie aufsplitten und dann immer, wenn es was Neues gibt, das dementsprechend hinzufügen, was hat sich geändert, was nicht. Einzigster Nachteil für uns, es macht tierisch viel Arbeit. Weil jedes Mal das ganze Zeug durchzugehen,
bei jeder neuen Version, die dann, sage ich mal, da rauskommt, also Wartungsversionen nicht, nur halt die größeren Versionen dann in dem Falle 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7. Macht ein bisschen Arbeit, aber wir werden das, sage ich mal, dann demnächst umsetzen. Wir haben auch damit schon angefangen. Da wird es, sage ich mal, die Neuerung geben. Zu der HTAccess wird der Victor nachher nochmal was Schönes dazu sagen. Da wird es nämlich noch was ganz Schickes Neues geben demnächst, wo sich das Thema dann mit, ja, kann ich sie verwenden, dann einfach erledigt haben wird. Ja, das war es eigentlich schon fast von meiner Seite aus. Die beiden Kollegen werden, sage ich mal, jetzt hier hinten gleich mit drankommen. Gibt es Fragen zu diesen Themen? Ja, gerne. Könnte man sich dann nicht mit den Kollegen aus Europa zusammentun, damit man keine Gruppenarbeit macht? Wir haben einiges probiert. Ich glaube, der Jan kann da gerne mal ins Detail drauf gehen. Wir haben direkt mit den Core-Entwicklern teilweise auch schon gesprochen und es wurden Dinge verneint und abgelehnt, weil sie anderer Meinung sind. Dann ist das so. Dann können wir nichts dagegen tun. Wir bieten es auch jedem an, wir stellen es frei. Es muss ja keiner nutzen. Ja, es ist schwierig, wir haben auch immer wieder Anfragen, ja, die HTAccess geht dann irgendwie nicht, weil irgendeine Erweiterung da dann auf einmal nicht mehr geht, wo ich mir denke, okay, die Zeichen, die wir da drin haben, wenn das nicht funktioniert, schwierig, soll ich vielleicht die Finger von der Erweiterung lassen. Muss er dann selber auskommentieren, die Zeile, wo es dann halt doch erlaubt wird. Das ist natürlich auf eigene Gefahr, ist ganz klar. Aber mehr können wir da fast nicht machen. Also wir haben es versucht, ich sage mal auch mit dem Core. Komischerweise ist einiges, was wir mal so angemerkt hatten, ist jetzt in Joomla 2.5 dann auch später mal eingebaut worden und auch in Joomla 3 ein, zwei Funktionen, die da mal im Hintergrund dann mal aufgetaucht sind, die waren dann schon mal drin. Aber ob das auf unsere Initiative hingeschehen ist, weiß ich nicht. Ja, gerne. Also wenn Sie mich persönlich fragen, gar nichts, weil das Wort Google da drin auftaucht. Gibt so einen Verein da in der USA mit drei Buchstaben, der hat da gerade so Schlagzeilen. Gut, Deutschland ist nicht besser. Weiß ich nicht. Also ich würde da jetzt nicht die Daten irgendwie rausgeben wollen. Natürlich ist es möglich. Das muss jeder dann selber entscheiden. Also ich benutze den YubiKey. Auch wenn es andere Möglichkeiten gibt. Also. Weitere Fragen? Sonst werde ich dann übergeben. Okay, dann bedanke ich mich. Ja, weil du nämlich immer die ganze Zeit hast. Wo hast du den denn? Ah, da. Okay. Der geht nicht? Okay. Okay. Ja, klicken. Gut. Passt. Ja, schönen guten Tag auch nochmal von mir. Wir haben uns dieses Mal bei dem klassischen Joomla Security Vortrag, also Friel haben wir ja in den letzten Jahren immer allgemein Joomla-Sicherheit in Anführungsstrichen schon fast gepredigt. Also wer in Hamburg beim Joomla Day da war, da war zum Beispiel ein Microsoft-Evangelist da. So kam ich mir teilweise dann zwischendurch auch mal dann vor, weil natürlich die grundsätzliche Idee der Joomla-Sicherheit hat sich ja nicht geändert. Es geht darum, aktuelle Versionen zu haben, sowohl im Core als auch bei den Erweiterungen Backups vorzuhalten, Verschlüsselung da einzusetzen, wo sie sinnvoll ist und so weiter. Das haben wir oft wiederholt und deswegen haben wir uns gesagt, damit das nicht langweilig wird irgendwann, machen wir ein paar neue Themen rein. Das sind dann zum Beispiel bei Victor dann die entsprechenden Erweiterungen, die neu sind, die er geschrieben hat. Bei mir ist es das Thema SSL-Verschlüsselung, sogenannte Security-Header.
Ich habe das mal so untertitelt mit eine einfache und schnelle Kombination für mehr mobile Benutzersicherheit. Weil bei Sicherheit muss man sich immer grundsätzlich die Frage stellen, welchen Aufwand möchte ich betreiben und welchen Nutzen habe ich davon? Wir wissen, hundertprozentige Sicherheit kann es nicht geben. Wenn jemand gezielt irgendwo rein will und genug Zeit und Mittel hat, kommt er rein. Das ist ganz klar. Hat einer das aber nicht konkret auf uns abgesehen und sind wir dabei und haben dafür gesorgt, dass viel aktuell gehalten wird, Backups da sind, richtiger Hoster etc., dann ist die Wahrscheinlichkeit, bei einem nicht gezielten Angriff Opfer zu werden, geringer. Es geht einfach nur darum, die Wahrscheinlichkeit, gehackt zu werden, zu verringern. Und eine einfache Variante ist hier die SSL-Verschlüsselung für sensible Daten. Bevor wir aber richtig einsteigen, nochmal kurz zu meiner Person. Ja, mein Name ist Jan-Erik Zassenhaus, ich bin 25, ich gehe steil auf die 30 zu, ne? Nicht steil auf die 40. Wem es was sagt, ich bin J-German Gründer, vor, wann war das? 5, 8 Jahren, ich weiß es schon gar nicht mehr, also relativ lange schon. J-German ist der deutsche Übersetzer für Joomla. Wir übersetzen die Core-Dateien. Wir sind inzwischen auch auf GitHub, also wer Interesse hat, mal eine kurze Eigenwerbung in Anführungsstrichen, wer Interesse hat, an der Besitzung mitzuarbeiten, wir sind auf GitHub, einfach einen Git-Pull-Request machen und dann gucken wir uns das an und sorgen dafür, dass es, wenn es denn zu den Standards passt, bei uns in die Joomla-Übersetzung reinkommt. Ich habe damals mit dem Christian Joomla Security gegründet, das lief darauf hinaus, das ging los, dann war das in Bad Nauheim beim Joomla Day. Da kam halt dieses ganze Thema mit Security überhaupt erst auf und auf der Basis haben wir dann Joomla Security gegründet, so ein bisschen zur Geschichte dazu. Und natürlich muss man nebenbei auch noch Geld verdienen, weil das ja alles nur ein großes Hobby ist. Und deswegen bin ich IT-Sicherheitsbeauftragte bei der Firma Midwall CM Service. Gut. Die erste Frage ist erstmal Verschlüsselung. Warum müssen wir überhaupt verschlüsseln? In einigen Vorträgen ist es schon so ein bisschen angedeutet worden, die alte Caesar-Verschlüsselung gab es ja, da wurde das halt auf eine Rolle getan und je nachdem, wie dick der Stamm sozusagen oder diese Rolle war, war das halt verschoben sozusagen, die eigentliche Nachricht. Das ist im gewissen Sinne Verschlüsselung gut, heute nicht mehr ganz so einfach. Dann gab es halt geschichtsmäßig die Enigma, die Deutschen eine ganze Zeit lang davor geschützt hat sozusagen, dass man die Mitteilung nicht mitlesen kann. Bis dann irgendwann der Herr Turing die Turing-Bombe gebaut hat. Da gibt es auch bald einen Film, glaube ich, Ende des Jahres zu. Und dann war die Enigma geklackt. Und damit konnte man die ganze Kommunikation mitlesen. Gut, wir haben jetzt aber im Webseitenbereich nicht so hochkritische Sachen, wo es um Kriege geht, tatsächlich physisch. Aber wir haben auch sensible Daten. Also wollen wir verschlüsseln. Und wir wollen auch nicht verschlüsseln, weil wir einen Big Brother sozusagen haben, der uns, wie der Kollege schon sagte, die nette Organisation mit drei Buchstaben aus den USA, wobei auch die Deutschen, muss man fairerweise sagen, nun auch dabei sind, vielleicht nicht ganz so extrem, genau, aber davor wollen wir uns ja gar nicht schützen hier in diesem Fall. Wir wollen ja einfach nur die Daten unserer Kunden und unsere eigenen Daten schützen. Es geht nicht darum, sich vor staatlichen Organisationen zu schützen, da müsste man massiven Aufwand für betreiben, das macht für einen Privatmann eigentlich gar keinen Sinn. Ist auch die Frage, inwieweit wir das machen wollen. Das ist aber dann eine politische Entscheidung und da wir hier nicht so politisch sind. Darum geht es hier also definitiv nicht. Ich werde nicht sagen, wie Sie es schaffen können, für Ihre Kunden sozusagen NSA unsicher, sozusagen, dass die NSA nichts mitbekommt, was Ihre Kunden machen. Das werde ich hier auf jeden Fall nicht sagen können. Das kann, glaube ich, kaum einer sagen. Stecker ziehen, das ist auch eine gute Sache. Das eigentliche Ziel mit der SSL-Verschlüsselung ist, wir wollen die Übertragung schützen, den Übertragungsweg. Man muss sich immer vor Augen halten, es geht hier nicht darum, die eigentlichen Daten zu verschlüsseln, sondern nur die Übertragung der Daten mit SSL. Wie wir es schon im Sicherheitsvortrag gestern von der Initiative S gehört haben, gibt es auch zum Beispiel Banking-Trojaner, die genau vorher ansetzen, die halt im Browser sind und bevor das überhaupt an den Browser übermittelt wird und dann per SSL übermittelt wird die ganze Sache, greifen die Daten schon ab, weil die ja noch unverschlüsselt sind. Und in diesem Vortrag kümmere ich mich tatsächlich nur darum, wenn die Daten vom Browser
versandt worden sind, beziehungsweise dann wieder am Zielort sind. Also nur der reine Übertragungsweg, darum geht es. Sehr schön ist auch Secure Password of the Week, Snakes on a Plane, wie es so schön heißt, nur ein bisschen anders gesprochen. Das Wichtige ist hier, was müssen wir überhaupt schützen? Einmal natürlich, wenn Sie einen Shop betreiben, müssen Sie auch aus Datenschutzgründen gerade die privaten Daten sichern. Das heißt, Sie dürfen nicht, wenn jemand eine Online-Bestellung macht, Benutzername und Passwort in diesem Fall im Klartext übermitteln, und Sie müssen es auch schwer machen, dass man die Daten vom Benutzerprofil, also Name, Anschrift, Telefonnummer, Bankverbindung, eventuell Kreditkarteninformationen, dass die unverschlüsselt übermittelt werden. Also wir wollen hier unsere Passwörter schützen, unsere Benutzerangaben und personenbezogene Daten. Darum geht es. Und was wir natürlich auch noch schützen wollen, ist natürlich im klassischen Sinne unser Geld. Weil wenn nämlich so Daten abgefischt werden, es ist ganz klar, dass es aus Ihrer Quelle kam, sozusagen, dann sind Sie eventuell sogar schadensersatzpflichtig. Weil Sie haben ja nun dafür gesorgt, dass die Daten unverschlüsselt übermittelt worden sind. Ob man Ihnen das nachweisen kann und wie weit das vor Gericht aussieht, sei jetzt mal dahingestellt. Es ist ja so, auf hoher See und vor Gericht ist man in Gottes Hand. Und deswegen kann man natürlich jetzt keine konkrete Aussage treffen, aber die Wahrscheinlichkeit ist halt hoch, dass, wenn rauskommt, dass Sie daran in irgendeiner Weise eine Mitschuld haben, dass die Daten weggegangen sind, dass sie auf jeden Fall irgendwie schadensersatzpflichtig gemacht werden. Bei den Banken kennt das ja jeder, da ist es auch bei den meisten großen Banken oben so eine grüne Adressleiste, da kommen wir gleich nochmal zu, wenn man sich mit der Bank verbindet, das soll einfach dafür sorgen, dass man genau weiß, mit wem man es jetzt hier am anderen Ende in Anführungsstrichen zu tun hat. Dafür sind SSL-Zertifikate gut. Natürlich wollen wir einmal diese Daten sichern, oder die Übertragung absichern. Aber es geht natürlich auch noch um Top-Secret-Sachen. Das könnten zum Beispiel auch Unternehmensgeheimnisse sein. Wenn Sie verteilte Standorte haben, einen Außendienstmitarbeiter etc., der auf das Intranet in Anführungsstrichen, was per SSL oder andere Verschlüsselungstechniken erreichbar ist, zugreift, dann wollen Sie auch nicht, dass Ihr Mitbewerber die Angebote alle mitbekommt. Also, da auch noch eine sehr interessante Sache, ich war am Donnerstag auf den Bremer IT-Sicherheitstagen, beziehungsweise als Sicherheitstag, und da hatten wir auch jemanden vom Verfassungsschutz da, Ziel Wirtschaftsspionage in Deutschland. Und der hatte mal so eine Meldung rausgegeben, was die eigentlich so in den ganzen Jahren über gemacht haben. Da gab es zum Beispiel einen kleinen Handwerksbetrieb, und der hatte immer bei Ausschreibungen die Ausschreibung gewonnen. Das war, glaube ich, ein Dachdecker, ganz genau gesagt. Und dann haben die, das hat er immer per Fax verschickt, seine Angebote. Und dann hat er irgendwann auf E-Mail umgestellt und hat danach jede Ausschreibung verloren. Keine mehr gewonnen. Und irgendwann hat er gesagt, das kann ja nicht sein. Und hat dann genauer geguckt und hat irgendwann eine Fritzbox in seinem Netzwerk gefunden, die er nicht bestellt hatte, noch gar nicht kennt. Die war also untergeschoben worden in irgendeiner Form. Und da war eine entsprechende Software drauf, die ganzen Angebote per E-Mail, die herausgegangen sind, vorher abgegriffen hat und an irgendeinen Mitbewerber geschickt hat, sodass der gewonnen hat. Und das nimmt teilweise auch Ausmaße an, wo dann halt der Verfassungsschutz dann dazukommt. Die müssen zum Beispiel nicht ermitteln, das ist der große Vorteil. Man kann sich so im Vertrauen an den wenden, und wenn Strafverfolgungsbehörden normalerweise agieren müssen, sagt der Verfassungsschutz, nein, brauchen wir nicht, wir behandeln das jetzt sozusagen erstmal unter der Decke. Weil es natürlich auch ein riesiger Reputationsschaden für ein Unternehmen ist, wenn rauskommt, dass die Daten abgegriffen worden sind. Genau. Also, das heißt, wir brauchen irgendwas, um sicherzustellen, mit wem spreche ich gerade und ist es wirklich der, für den er sich ausgibt. Also brauchen wir Zertifikate im klassischen Sinne. Das wird von den meisten Browsern unterstützt. Und es ist eine Technik, die anerkannt ist und eine große Verbreitung hat. So, jetzt natürlich die Frage, was gibt es denn überhaupt für Zertifikate? Da gibt es nämlich sehr viele Angebote, sehr viele unterschiedliche Typen, die unterschiedliche Unternehmen ansprechen oder Privatleute und natürlich auch unterschiedlich teuer sind. Und noch Sonderleistungen bieten, wie entsprechende Versicherungen dabei und so weiter.
diese ganzen Sonderleistungen habe ich jetzt mal rausgenommen. Es gibt dann so die großen wie GlobalSign, VeriSign und wie sie alle heißen. Die bieten dann noch entsprechende Garantien an. Das heißt, wenn der Ausstellungsprozess irgendwie kompromittiert worden ist, dann treten die mit $5,000 in Regress oder etc. Und dann gibt es noch so Malware-Scan regelmäßig über ihre Webseite. Das sind aber also Sonderleistungen, die dann mit dazu verkauft werden, um auch den relativ hohen Preis gerade zu rechtfertigen. Da gehe ich aber nicht drauf ein. Ich gehe nur auf die grundsätzliche Idee des Zertifikats ein. Dann gibt es natürlich die einfachste Form von Zertifikaten, das ist das selbstsignierte Zertifikat. Wenn Sie gut sind, kriegen Sie das in 30 Sekunden hin und Sie haben ein Zertifikat. Können Sie sich vorstellen, dass das nicht besonders sicher ist? Ja. Vom Zertifikat her ist das erstmal, es sind wesentlich viele Daten drin, aber dieses Zertifikat kann auch ein Angreifer in 30 Sekunden erstellen und irgendwelche Daten eintragen. Die sind nicht überprüft. Sie können natürlich aber auch ein selbstsigniertes Zertifikat nutzen, sich selber ein sogenanntes Root-Zertifikat vorher dafür ausstellen, sozusagen Sie sind sozusagen, der dafür sorgt, dass die Daten, die da drin sind, richtig sind. Problem ist nur, diese selbstsignierten Zertifikate, deswegen ist da oben auch so ein Ausrufungszeichen dran, werden von den meisten Browsern nicht erkannt, weil die vertrauen diesen Zertifikaten natürlich nicht, weil die sind selbst von ihnen erstellt worden oder von irgendeinem Angreifer. Die können nicht verifizieren, ob das stimmt. Und von der Sicherheit her, wenn Sie zum Beispiel ein kleines privates Unternehmen haben, wo vielleicht so ein paar Leutchen drin arbeiten und Sie wollen kein Geld dafür ausgeben, können Sie natürlich ein selbstsigniertes nehmen, sich selber ein Root-Zertifikat bauen, alles mit der Kommandozeile, und das Root-Zertifikat dann in den Browser reinkopieren, nach dem Motto, vertraue diesem Aussteller, also sprich mir selber. Das geht natürlich, dann meckert der auch nicht mehr. Ist aber natürlich bei gerade großen Unternehmen dann und verteilten Systemen ungleich aufwendiger, in jedem Browser dieses Root-Zertifikat nach dem Motto, vertraue meinen eigenen Zertifikaten zu hinterlegen. Das können Sie natürlich machen, ist das günstigste, also günstig vom Zertifikat her, von dem Arbeitsaufwand, der dahinter steckt, wage ich zu bezweifeln. Und dann kriegen Sie auch mal so schöne Zertifikatswarnungen, ich weiß nicht, ob Sie das schon mal gehabt haben, dieser Verbindung wird nicht vertraut. Dann sagt Firefox hier in diesem Fall nochmal ganz genau, verwendet ein ungültiges Sicherheitszertifikat. In diesem Fall habe ich es für mich selber ausgestellt. Sehen Sie, das Zertifikat gilt nur für Jan-Erik Zassenhaus. Und Error ist Unknown Issuer. Ich kenne ihn nicht. Also vertraue ich ihm nicht. Und dann können Sie bei Firefox das Schöne machen, Ausnahme hinzufügen nach dem Motto, ist mir egal, ich vertraue ihm, mach mal. Das Problem ist aber, sollte jemand sich in diese Verbindung eingeschlichen haben, zum Beispiel mit Ihrer Bank, das ist das Klassische, und Sie kriegen so eine Zertifikatswarnung, hat er Ihnen ein anderes Zertifikat untergejubelt. Und wenn Sie dann sagen, Ausnahme hinzufügen, dann können Sie die Verschlüsselung auch gleich sein lassen, weil dann kriegt er die ganzen Daten ja mit. Also, das kommen wir auch nachher mit dem Security dann nochmal zu. Manchmal muss man den User auch vor sich selber schützen, dass der nicht einfach blind auf Ausnahme hinzufügen klickt und sagt, ja, machen wir weiter. Gerade wenn das im Unternehmen zum Beispiel üblich ist, ein selbstsigniertes Zertifikat zu nehmen und dann kriegen die Kollegen, kennen das schon, ach, da kommt wieder die Zertifikatswarnung und dann kommt halt eine neue, weil ein neues Zertifikat dazwischen geschoben worden ist von irgendjemand anderem, sagen die, ach, kenne ich schon, Ausnahme hinzufügen, weiter. So, und das war's. Unternehmensdaten sind weg. Wenn Sie Pech haben. Das gibt es in verschiedenen Browsern. Der Chrome sagt zum Beispiel, Ihre Verbindung ist nicht privat. Und man kann auch hier unten sagen, weiter zur Webseite, sagt auch direkt, dass es unsicher ist. Und der Internet Explorer macht das auch. Der sagt dann, es besteht ein Problem einfach, klicken Sie hier, um die Webseite zu schließen oder laden Sie die Webseite fortsetzen, nicht empfohlen. Der sagt sogar noch weniger aus, weil man weiß jetzt ja auch gar nicht, warum das Problem gibt. Ganz interessant ist Opera, der sagt einfach nur, so ein ganz kleines Dialogfenster kommt oben, ungültiges Zertifikat und was möchten Sie machen? Da sieht man das kaum, dass das irgendein untergeschobenes ist. Wenn man dann einfach nur wegklickt nach dem Motto, okay, mach mal, dann ist man ganz schnell in der Falle. Das heißt also, wir brauchen irgendeinen Zertifikatstyp, der von irgendeiner höheren Organisation sozusagen validiert worden ist. Und die wollen natürlich dafür Geld haben. Die günstigste Variante ist ein sogenanntes Domain-validiertes Zertifikat. Beim Domain-validierten Zertifikat müssen Sie in aller Regel eine E-Mail angeben, die der Zertifikatsaussteller Ihnen vorgibt. Das heißt, Sie müssen einrichten bei Ihrer Domain, für die Sie das haben möchten, Admin, Administrator, Hostmaster, Webmaster, Postmaster, Admin und so weiter, nur halt mit den Subdomain da hinten dran. Und da schickt er Ihnen dann einen Link hin, sagt, hier, es wurde ein Zertifikat beantragt für die Domain XY von XY. Sind Sie das wirklich? Und wenn Sie da auf den Link klicken,
weiß der, okay, ihnen gehört die E-Mail, sie haben das unter Gewalt sozusagen, die Domain. Und das können sie tatsächlich 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr, das ist ein automatisierter Prozess, kriegen sie ruckzuck ein Zertifikat. Im besten Fall, wenn das alles reibungslos funktioniert, haben sie das vielleicht in einer halben Stunde. Wenn das mit der E-Mail-Verzögerung noch da ist, manchmal sogar noch in Sekunden ausgestellt. Es kommt auf den Anbieter tatsächlich an. Sie können da aber auch eine andere Möglichkeit nehmen. Sie können eine Datei auf dem Webspace hochladen oder eine DNS-Änderung vornehmen. Da sagen die halt, bitte tragen Sie für Ihre Domain einen sogenannten CNAME ein, den wir Ihnen sagen. Und wenn wir den abfragen können, dann haben Sie scheinbar Gewalt über diese Domain und sind berechtigt, auch ein Zertifikat dafür zu erhalten. Das ist die günstigste Form. Und hier haben wir schon einen, sozusagen ein Schlosssymbol. Das heißt, schnell zu machen, es ist eine gewisse Validierung drin, sprich die Domain und derjenige, der es beantragt hat, sind passend und dem vertrauen die meisten Browser auch. Es gibt so ein paar Ausnahmen, irgendwie ganz alte Firefox-Versionen, also Firefox 1 oder so, die kennen das vielleicht nicht, aber das sind so 99,9% oder 99,8% der Browser vertrauen dem. Es gibt tatsächlich auch noch ganz teure Zertifikate, dann kriegen sie tatsächlich fast 100%, dann kriegen sie auch irgendwie ganz, ganz alte Firefox- oder Internet Explorer-Versionen, die dem auch noch vertrauen. Aber das lohnt eigentlich meistens das Geld nicht, muss man dazu sagen. Weil wenn der mit dem Internet Explorer 1.0 noch unterwegs ist, dann kriegen sie sowieso keine vernünftige, sichere Verbindung mit ihm hin. Dann hat er auch keine Ahnung. Die nächste Stufe ist dann unternehmensvalidiert. Also das Domain validiert können Sie als Privatperson nehmen oder als Unternehmen. Das klassische unternehmensvalidierte Variante können Sie als Privatperson nicht kriegen. So, was ist ein Unternehmen? Unternehmen ist nach deutschem Recht natürlich jegliche Gesellschaft des öffentlichen Rechtes, Personengesellschaften und so weiter, aber auch Vereine. Vereine genauso. Alle, die in irgendeiner Weise beim Handelsregister oder sonst wo hinterlegt sind. Also für Sie als Privatmann, Sie können das nicht kaufen, das geht nicht, weil Sie haben keinen Unternehmensnamen. Was die auch wieder machen, die schicken eine E-Mail raus, damit geht es meistens los, nach dem Bestellprozess, die müssen Sie bestätigen. Haben Sie das gemacht, wird Ihre Adresse kontrolliert vom Unternehmen, das wird also in ein öffentliches Verzeichnis, Telefonbuch etc. reingeguckt, stimmt die Adresse mit dem, was wir da auch drin haben in dem Zertifikat. Als nächstes holen die sich einen Handelsregisterauszug oder was Vergleichbares und gucken nach, ob das stimmt, was sie angegeben haben und machen eine sogenannte Whois-Abfrage und gucken, ist der Domain-Inhaber exakt identisch mit dem Zertifikatsinhaber, der das beantragt hat. Ist das nicht der Fall, heißt es noch nicht, dass jetzt hier aus ist, sondern Sie haben dann die Möglichkeit als Domain-Inhaber zu sagen, ja, ich bin zwar Domain-Inhaber und gehöre nicht der Firma an, weil es da nicht drinsteht, aber ich erlaube es. Dann müssen Sie eine Unterschrift leisten und dann geht das auch. Besser ist natürlich, wenn es reibungsloser geht, die Daten stimmen exakt überein. Aber wirklich exakt. Also wenn Sie bei uns zum Beispiel, wenn die Firma heißt Mittwald CM Service GmbH und Co. KG, reicht nicht, wenn Sie sagen Mittwald CM Service. Dann stimmt das nicht exakt überein. Dann wollen die eventuell noch eine zusätzliche Validierung haben. Da haben Sie den großen Vorteil, Sie wissen schon, mit welchem Unternehmen Sie es zu tun haben. Das war auch vor 3 bis 4 Jahren ungefähr die höchste Klasse an Zertifikaten, die es gab. Da gab es diese grünen Leisten noch nicht. Wobei, es könnte sogar noch ein bisschen länger her sein. Das Neueste ist jetzt tatsächlich die erweiterte Validierung. Wie der Name schon sagt, das, was wir vorher haben, haben wir jetzt wieder. Zusätzlich, und da hapert es meistens bei Registrierprozessen, wird noch im Unternehmen angerufen. Das heißt, die gucken im Telefonbuch nach, wer ist das, lassen sich mit der Zentrale verbinden, sagen hier, Mitarbeiter XY hat was bestellt, ich möchte mit Ihrer Personalabteilung sprechen, arbeitet der wirklich bei Ihnen? Oder Sie wollen den Geschäftsführer haben. Daran scheitert das meistens, weil irgendwie einer von beiden nicht da ist und dann zieht sich dieser Zertifizierungsprozess dann mehrere Wochen hin, wenn man Pech hat. Zusätzlich bei diesen Zertifikaten gibt es noch eine strenge Validierung, die die Browserhersteller vorschreiben. Die sieht unterschiedlichsten Formen aus, die ändert sich auch manchmal. Auf jeden Fall, da müssen noch zig andere Kriterien erfüllt sein, die im Hintergrund geprüft werden. Das ist also die höchste Form der Validierung und erst dann kriegen Sie, wenn Sie das haben, ein grünes Zertifikat. Und um das mal sich in der Übersicht anzugucken,
Wir haben die selbstsignierten, die sind unbegrenzt gültig theoretisch. Man gibt einfach dann bei der Erzeugung die Tage an, wie lange es gültig ist. Dann müssen sie halt einen großen Wert nehmen, kosten sie erstmal nichts. Jedenfalls nicht in der Validierung. Die Domain-Validierten können sie maximal 4 Jahre in aller Regel kriegen. Kosten so ab 27, ich habe jetzt mal einfach einen Reseller genommen, der Zertifikate anbietet und da die öffentlich zugänglichen Preise. Es mag sein, dass sie bei ihrem Hoster das günstiger kriegen, weil der einfach in mehr Masse einkaufen kann. Also 27 Euro Domain validiert, allerdings sind die Werte hier, also die Preiswerte pro Jahr. Ganz wichtig. Unternehmensvalidiert auch maximal 4 Jahre, kostet 94 Euro bei dem Anbieter. Die erweiterte Validierung maximal 2 Jahre. Und nach diesen 2 Jahren, dieser ganze Validierungsprozess, Handelsregisterauszug und so weiter, Anruf, wird alles wiederholt. Wieder alles von vorne. Das ist auch, man kann es nicht einfach sozusagen weiter sagen, nach dem Motto, haben Sie ja schon mal validiert, machen Sie es nochmal 2 Jahre. Das geht nicht. Da wird alles nochmal gemacht. Das geht dann so ab 199 Euro los und macht natürlich dann Sinn, also pro Jahr, wie gesagt, direkt 2 Jahre zu nehmen, damit man nicht jedes Jahr diesen aufwendigen Prozess hat. Aber da haben Sie den großen Vorteil auch für Ihre Kunden nachher, dass Sie so ein schönes grünes Zertifikat haben, wie die meisten Banken auch. Da steht auch drin, Sie sind verbunden mit Mittwald CM Service GmbH in Nordrhein-Westfalen, Espelkamp, und dann sehen Sie noch die ganzen Daten zusätzlich hier drin. Beim Domain-Validierten sehen Sie nur, Sie sind mit der Domain verbunden und die restlichen Daten wie Name, Anschrift etc. ist da alles nicht drin. Dafür bräuchten Sie unternehmensvalidiert. Unabhängig von den Kosten jetzt und von den ganzen Arten, die es hier gibt, hat das auf die Verschlüsselungsstärke keinen Einfluss. Das Zertifikat ist nur dafür da, dass die Kommunikationspartner miteinander wissen, mit wem sie reden. Wie sie miteinander reden, also über welche Verschlüsselungsstärke, das ist unabhängig vom Zertifikat. Das ist eine Einstellung des Servers oder des Hosting-Anbieters in irgendeiner Form. Da gibt es eine sehr schöne Übersicht von der internetsicherheit.de. Die haben in diesem Fall relativ aktuell, 26.05.2014 ist das Dokument, gezeigt, was momentan als sicher gilt. Sie sehen da, das RC4, haben Sie vielleicht auch schon in der Presse gehört, gilt als in Echtzeit knackbar, theoretisch. Das DES genauso. Und dann geht es hier ein bisschen weiter. Triple DES, das sind so die ganzen symmetrischen Verschlüsselungen, die Sie bei SSL auch haben. Und das Höchste sind dann sozusagen AES 256, was der YubiKey zum Beispiel drin hat. Sie können aber noch höher, theoretisch 512. Aber die meisten Zertifikate, beziehungsweise die meisten Schlüssel, die Sie im Hintergrund dafür beantragen mussten für das Zertifikat, sind standardmäßig 256 Bit lang. Also können die auch nicht mehr. Also das wäre das Höchste. Das Wichtige ist ja auch noch die asymmetrische Verschlüsselung dabei. Da sehen Sie es auch, DSA, RSA ist alles in diesem Fall nicht mehr zu benutzen. Und Sie sehen, hier kommen wir in die größeren elliptische Kurvensysteme und sogenannten Diffie-Hellman-Dateiaustausch, also dieses Perfect Forward Secrecy, was Sie vielleicht schon mal gehört haben. Das heißt, auch wenn die NSA den Hosting-Anbieter, oh, jetzt habe ich das böse Wort gesagt, wenn die NSA den Hosting-Anbieter dazu verpflichtet, den privaten Schlüssel des Zertifikats rauszugeben, um im Nachhinein die Verbindungen zu entschlüsseln, weil sie jetzt ja den privaten Schlüssel haben, mit dem sie entschlüsseln können, dann bringt denen das Ganze nicht, weil nämlich vorher dafür bei jeder Aushandlung der Kommunikation zwischen den einzelnen Partnern, also dem Kunden und Ihnen, dafür gesorgt worden ist, dass der Schlüssel neu generiert wird. Und dann bringt das der private Schlüssel auch nichts mehr. Und das Gleiche gibt es hier auch noch für Hash-Functions, das hatte der Kollege schon angesprochen, MD5 gilt als sehr unsicher. Sie sehen aber auch hier schon das CHA-1, was es noch gibt, also SHA-1. Ist auch so mittelstark. Das Beste ist, wenn Sie hier im Bereich 512 sind. Das gibt es übrigens auch in den PHP-INI-Einstellungen, kann man das auch einstellen. Wenn zum Beispiel, wenn Sie sich in Joomla einloggen, wird ja im Hintergrund auf dem Server eine Sitzung generiert. Und die muss er mit irgendeinem Schlüssel machen. Und da können Sie in PHP-INI einstellen, mit welchem Verfahren hier unten, mit welchem Hash-Verfahren er das machen soll. Standardmäßig ist tatsächlich auch in den neuen PHP-Versionen, obwohl den ganz neuen weiß ich nicht, aber 5.3 auf jeden Fall, 5.4 auch noch, MD5. Dann können Sie den Parameter einen hochsetzen auf SHA1 oder Sie tippen tatsächlich, das steht aber auch auf unserer Webseite drauf, direkt ein SHA 512.
Und dann, wenn Sie so ein bisschen sich die Session dann nachher angucken, also diese Sitzung, dann sehen Sie, dass das solch ein Schlüssel ist. Und vorher war es so ein Schlüssel. Die Wahrscheinlichkeit, dass das irgendwann zu Problemen führt, also eine Kollision gibt, dass da sozusagen ein und die gleiche Sitzung doppelt vorkommt, ist damit natürlich wesentlich geringer geworden, weil es einfach länger geworden ist. Jetzt ist natürlich die Frage, jetzt haben wir das alles hier gesehen, gibt da verschiedene Verschlüsselungsverfahren und denken Sie, ach du Scheiße, jetzt muss ich hier erst noch Mathematik studieren, um zu verstehen sozusagen, was ich da nutzen muss in der Verschlüsselung. Nein, brauchen Sie nicht. Das Einfachste ist, Sie nehmen einfach Test-Services. Da gibt es eine erste Adresse aus meiner Sicht, das ist hier diese Seite. Da können Sie hier oben mit Test Your Browser, können Sie erstmal vorher machen, ob Ihr Browser überhaupt diese Verschlüsselung unterstützt, die Sie gerne hätten. Und Sie können noch den Test Your Server nehmen. Wir gucken uns das gleich nochmal an. Und es gibt eine andere Seite, die ist von einem Zertifikatshersteller, das ist GlobalSign. Die bauen auf dieser auf diesem Testsystem von dem, was ich eben gezeigt habe, auf, haben aber den großen Vorteil, dass sie noch viel mehr Informationen drumherum sagen. Also, warum ist das unsicher? Wie können Sie das Problem beheben? Welche Empfehlungen haben wir? Und also, da ist die Anleitung besser. Gucken wir uns das doch einfach mal an. Das ist hier zum Beispiel google.de, hat ein A gekriegt, also hier amerikanisches Notensystem, sprich eine 1. Das wird dann unterschieden, was ist das für ein Zertifikat, welche Protokolle werden benutzt, wie werden die einzelnen Schlüssel ausgetauscht, sprich mit verschiedenen Systemen und wie stark ist die Verschlüsselung. Außerdem testet dieser Service auch noch, ist der Server angreifbar für klassische Sicherheitslücken, wie diese Heartbleed-Attacke zum Beispiel oder auch noch ein paar andere Systeme. Und sollten Sie dafür angreifbar sein, werden Sie auf gar keinen Fall ein A kriegen, dann werden Sie sofort auf F, also sprich die schlechteste Note überhaupt bei diesem System, abgewertet. Dann ist das Zertifikat zwar nett und die Verschlüsselung ist auch ganz nett, aber Sie können sie ganz einfach brechen und dann kriegen Sie eine Abwertung. Das kann man übrigens für jede Domain eingeben, also nur zu sagen, okay, der Kunde kann das nicht testen, wäre zu einfach, weil er muss nur ein bisschen kurz googeln. Im optimalsten Fall gibt er einen SSL-Checker bei Google und schon hat er diese Seite. Bei GlobalSign habe ich gerade gesagt, steht da auch nochmal entwickelte Technologie von, also es ist die gleiche Basis, aber hier, man muss fairerweise sagen, die Übersetzungen sind manchmal gewöhnungsbedürftig, aber hier stehen zum Beispiel so welche Sachen wie der Server hat den HTTP Strict Transport Security nicht aktiviert, das ist ein Security-Header, zu dem ich gleich noch kommen werde. Sowas wird halt auch noch zusätzlich geprüft. Zusätzlich zum Zertifikat werden halt auch noch geprüft, wie sicher ist die Seite im Gesamten, nicht nur die Transportverschlüsselung sozusagen. Womit wir auch schon zu den jeweiligen Security-Headern kommen. Genau, 417, Expectation failed. Security-Header ist eine ganz einfache Form, um auch eine Joomla-Seite. Es hat auch mit Joomla nichts zu tun, man kann auch theoretisch jede andere Software damit sicherer machen. Sie senden einfach dem Browser eine Aufforderung zu, die er versteht. So, was heißt denn das jetzt genau? Das Einfachste ist jetzt die sogenannte Strict Transport Security. Wenn Sie ein bisschen Ahnung haben, was man in HTXS alles reinschreiben kann, bei den meisten Hostern, manche unterbinden das, dann muss man tatsächlich auf die auf die PHP-Ebene gehen und versuchen, das darüber, diesen Header auszusenden. Das ist einfach nur ein Stück Text. Also das ist hier zum Beispiel der Eintrag, den man in der HTXS definieren kann. Da kann man entweder einen MaxH angeben oder Include Subdomains noch. So, was heißt das? Strict Transport Security weist dem Browser an, nach dem ersten Besuch dieser Webseite, diese Webseite danach nur noch verschlüsselt aufzurufen. Das heißt, wenn Sie als Kunde diese Webseite einmal aufgerufen haben und danach wieder und rufen die aber mit HTTP Doppelpunkt auf, dann würde im Normalfall ohne diesen Header dafür gesorgt werden, sie gehen unverschlüsselt zum Server, der Server sagt ihnen, nee, ich möchte aber gerne verschlüsselt und in dem Moment hat schon ein Man in the Middle, also sprich ein Angreifer, die Möglichkeit, zum Beispiel in so einem öffentlichen WLAN, die Verbindung zu kapern, das heißt also, dass er dafür sorgt, dass er sich dazwischen schaltet zwischen Sie und Ihre Bank in diesem Fall und Sie kommunizieren verschlüsselt mit ihm oder noch nicht mal verschlüsselt, das ist das Einfachste, aber er sorgt dafür, dass die Verschlüsselung ab ihm losgeht zur Bank und wieder zurück.
Also er kann alle Daten mitlesen, mit anderen Worten. Und das sorgt dafür, dass dieser Browser halt diese HTTP-Anfrage nicht macht. Er geht sofort auf HTTPS und hat also diesen kleinen Zwischenschritt nicht mehr mit diesem HTTP. Das MaxH heißt hier, glaube ich, in diesem Fall sind das, glaube ich, Sekunden, wenn ich das richtig im Kopf habe. Das ist also ungefähr ein Jahr. Das heißt, ein Jahr lang wird der Browser nicht mehr, wird er diese Webseite, ohne vorher anzufragen, nur per HTTPS aufrufen. Include Subdomains heißt dann natürlich alle Subdomains. Also bei www.mitwald.de wäre es zum Beispiel so, alles, was statt dem www stehen würde, würde er grundsätzlich nur, auch wenn er noch nie drauf war, nur mit HTTPS aufrufen. Wie sieht das Ganze dann aus, wenn man HTTP, wenn man diesen Header gesetzt hat und sich jemand dazwischen schaltet? Das sieht dann im Chrome zum Beispiel so aus, Ihre Verbindung ist nicht privat, Angreifer könnten versuchen, Informationen von www.google.de zu stehlen. Und hier unten steht es auch, Google kann zurzeit nicht aufgerufen werden, da die Webseite HSTS, also HTTP Strict Transport Security, verwendet. Und Sie sehen, hier unten kann man nicht mehr sagen, ich möchte trotzdem weiter. Der Browser unterbindet jetzt die Verbindung schlussendlich. Sie kommen nicht mehr drauf, aus Sicherheitsgründen. Macht auch Sinn, weil in diesem Fall habe ich zum Beispiel lokal google.de umgeleitet auf irgendeine andere Webseite, auf eine andere IP. Und das würde ja ein Angreifer genauso tun. Und dann will ich ja gar nicht mehr mit dem sprechen, weil ich bin ja nicht mehr auf google.de. Der Firefox macht das ähnlich. Das hatten wir eben zum Beispiel schon gesehen. In diesem Fall habe ich jetzt paypal.com genommen. Sie können nicht mehr unten auf Ausnahmen hinzufügen klicken. Das akzeptiert er nicht mehr. Er lässt die Verbindung so nicht mehr zu. Da gibt es noch bei Chrome zum Beispiel und bei Firefox, die haben sich ja überlegt, okay, beim ersten Besuch einer Webseite haben wir die Gefahr, die müssen wir vielleicht auch noch reduzieren. Und deswegen hat der Chrome, das ist zum Beispiel bei google.de so, eine sogenannte HSTS Preloaded List, das heißt also eine Liste im Browser, die sagt, welche Domains nur per HTTPS aufgerufen werden dürfen. Das heißt, ob Sie da nun drauf waren mit dem Chrome vorher auf dieser Webseite oder nicht, ist dem egal, er guckt erst nach und wenn die nur per HTTPS aufgerufen wird, wird die auch beim ersten Aufruf grundsätzlich nur mit HTTPS aufgerufen. Da müssen Sie nicht vorher drauf gehen. Das ist zum Beispiel bei Google, aber allen Google-Domains ist das so. Facebook ist auch drin, PayPal auch, das sind so die großen. Dann gibt es, es gibt eigentlich vier wirklich gute Header, ich stelle aber nur zwei vor. Also einmal Strict Transport Security und die X-Frame Options. Ja, genau. Der Kollege sagt schon Cross-Site Scripting, genau. Das Schöne ist, dieser Header, X-Frame Options, ist seit Joomla 3 Standard in Joomla. Das heißt, er ist von vornherein gesetzt, in 2.5 noch nicht. Den können Sie aber ganz einfach setzen über die Hard-Access. Das geht genauso, Header Always Set, Deny or Same Origin. Es gibt noch auch Allow From, wird aber nicht von allen Browsern unterstützt. Was ist das Problem? Wenn Sie tatsächlich noch Frames auf Ihren Webseiten nutzen, dann sorgt dieser Header dafür, dass, wenn Sie Deny sagen, eine Frame-Einbindung von Ihrer Webseite nicht erlaubt ist. Das heißt, der Browser unterbindet das Laden. Das ist auch ein klassischer Angreifer. Angreifer versucht sozusagen mit einem Frame in einer normalen Seite irgendwelche anderen Seiten nachzuladen, die dann wieder Sie zum Beispiel infizieren oder Ihren Browser genauer gesagt. Und Deny sorgt dann dafür, dass der Browser unterbindet, dass diese Seite ausgeliefert wird, dieser Frame. Same Origin heißt, Frame ausliefern, nur unter der Voraussetzung, du bist auf exakt derselben Domainnamen. Also wenn Sie www. haben, dann muss das auch www.domainname.de sein. Kommen Sie allerdings mit dem Frame von, ich was weiß ich, wiki.domaine.de, ist das falsch, ist nicht mehr dieselbe. Und das heißt also, Same Origin wird zum Beispiel bei Joomla standardmäßig in der Administration gesetzt. Typo 3 macht das inzwischen auch, habe ich gesehen. Mag auch Drupal geben, also da bin ich mir jetzt nicht sicher, da habe ich es nicht getestet. Aber das, also ich weiß zum Beispiel, der, wenn Sie es auch kennen, die OwnCloud, die macht es auch. Die setzt sogar noch diesen Strict Transport Security Header, sobald Sie SSL in der Einstellung aktivieren. Sollten Sie nutzen, Same Origin ist die einfachste Variante, außer Sie haben mehr Frames. Same Origin deswegen in Joomla. Ich weiß nicht, ob Sie es schon mal gesehen haben, wenn Sie auf, bei 2.5, gerade bei Joomla 2.5, auf Optionen klicken, öffnet sich ja so darüber so ein Fenster. Und das ist ein iFrame, also ein kleiner Frame einfach. Und wenn Sie das mit Deny verhindern würden, würden Sie nicht mehr in die Optionen reinkommen.
Insofern same origin bei Joomla 2.5. Es gibt natürlich noch viele andere Header, die ich hier empfehlen würde, da gehe ich aber nicht explizit drauf ein. Hier habe ich mal ein Beispiel genommen von webmail-mitwald.de. Sie sehen, das ist sozusagen die Antwort. Dafür gibt es aber auch gleich eine Testseite, sage ich Ihnen einfach, wo Sie die Header testen können, das ist das Einfachste. Hier sehen Sie auch die X-Frame Options, Same Origin, Strict Transport Security, sagt das hier aus, ein Jahr. Dann gibt es die sogenannte XCSS Protection. Das weist den Internet Explorer an, seinen Filter für XCSS, also eine bestimmte Form, wie man versucht, an ihre Daten bzw. wie man sie versucht zu infizieren, einzuschalten. Das heißt also, wenn Sie das in den Optionen ausgeschaltet haben vom Internet Explorer, kann der Webseitenbetreiber aber sagen, ja, ganz nett, aber für meine Webseite schalte bitte diesen Filter an. Das geht also nur mit dem Internet Explorer. Die anderen Browser ignorieren das einfach. Also Sie können da auch nichts falsch machen, weil kennt der Browser diesen Header nicht, ignoriert er ihn und macht einfach nichts. Ist natürlich auch keine Sicherheit dann gegeben, aber es ist auch, geht auch nichts kaputt dabei. Dann gibt es X-Content Type Options No Sniff. Das sorgt dafür, dass Sie dem Browser sagen, hallo lieber Browser, wenn ich dir sage, ich liefere dir eine HTML-Seite aus oder ich liefere dir ein Bild aus, was vom Typ PNG, JPEG oder was das ich ist, dann vertraust du mir da. Du versuchst nicht selber rauszukriegen, was das für ein Dateityp ist. Ich weiß, was ich tue. Weil nämlich oft dann in Bildern zum Beispiel noch PHP-Code drin versteckt wird oder andere Formen von Skripten und dann versucht der Browser, weil er nicht weiß, was es ist, zu erraten, was es ist und sagt, ah, das ist JavaScript oder das ist irgendeine andere Form von Programmiersprache und führt die dann aus, ungefragt, in dem Bild. Und das kriegen Sie gar nicht mit. Und dann sagt dem Browser, lass das sein, ich weiß, was ich tue. Und dann gibt es noch X-Permitted Cross-Domain Policy. Das ist eigentlich, ja, kann man noch reinmachen, das ist eigentlich nur noch für Adobe Flash interessant. Oder wenn Sie irgendwelche kleinen Videos haben, die auf einem Flash-Player basieren. Das sagt einfach dem nur aus, du darfst nur von der eigenen Domain das Ganze ziehen oder mit Master Only sagt es aus, du sollst dir den sogenannten Masterfile, vielleicht haben sie es, bei Joomla gibt es das nicht, aber bei anderen Systemen gibt es eine in einem Hauptverzeichnis eine XML-Datei, die nennt sich Cross-Domain XML. Und die sagt dann halt genau an, auf welche Ressourcen Flash außerhalb der Webseite zugreifen darf, also woher er Inhalte nachladen darf. Und das wollen wir ja eigentlich nicht, weil wir können die Inhalte nicht kontrollieren. Und deswegen kann man mit Master Only dafür sorgen, dass er halt nur einen Masterfile nimmt. Ist der nicht da, heißt das für ihn einfach, nein, ich darf nichts nachladen. Aber dazu muss man auch fairerweise sagen, das ist wirklich noch eine kleine Sache, weil die meisten YouTube-Einbettungen zum Beispiel passieren nicht mehr mit Flash, weil es unterstützt ja kaum noch einen Browser, sondern meistens mit HTML5 im besten Fall oder mit anderen Systemen wie JavaScript. Wird aber tatsächlich von Adobe in ihrem offiziellen Blog empfohlen, das so zu setzen. Achso, genau, zur Seite noch, wo Sie das Ganze überprüfen können. Die habe ich auch, glaube ich, genau, kriegen ja eh nachher noch, werde ich das nochmal online stellen, die ganzen Slides hier. Die checkt halt auch diese X-Frame Options, was ich eben schon sagte, gibt hier auch, wenn Sie dann auf Details klicken, sogar noch Vorschläge, sagt Ihnen, in diesem Fall auf Englisch natürlich, warum sollte man das machen, was gibt es für Gefahren. Dann hier auch das Strict Transport Security, sagt er hier in diesem Fall eine Warnung, weil er empfiehlt, auch die Subdomains zu nutzen, geht in diesem Fall jetzt hier nicht, weil es noch andere Subdomains im Inhalt geht, die nicht verschlüsselt sind und es auch nicht sein sollen in diesem Fall, weil da keine personenbezogenen Daten drüber gehen. Dann ist auch diese X-Content-Type-Options drin. Dann empfiehlt er zum Beispiel, den Content-Type zu setzen, macht Joomla automatisch, damit einfach der Browser wieder nicht versucht, irgendwie den zu erraten, auch im gewissen Sinne. Das XCSS-Protection hatten wir schon. Dann das Cookie, auch ganz wichtig, das kann man auch in PHP oder in Joomla einstellen. HTTP-Only und Secure sagt, da müssen diese Attribute sein. HTTP-Only sorgt dafür, dass der Browser das Cookie nicht an den JavaScript-Prozess, so beziehungsweise an die JavaScript-Sache übergeben kann. Das heißt, es kann keiner per JavaScript das Cookie auslesen. Das ist nämlich auch ein beliebter Angriff, das Cookie auszulesen und dann Besitzer dieser Sitzung zu werden und sich als Sie persönlich, obwohl Sie gerade zum Beispiel bei Facebook eingeloggt sind, auch einzuloggen, weil die gleiche Sitzung benutzt wird, also sozusagen gekapert wird.
Secure sorgt dafür, das Cookie darf nur über eine HTTPS-Verbindung übermittelt werden. HTTP ist nicht erlaubt. Was haben wir noch? Cache Control. Genau, das wird hier empfohlen, dass man das Caching abschaltet für sensible Informationen, einfach damit die dazwischen auf dem Weg nirgendwo zwischengespeichert sind, wo sie keine Kontrolle darüber haben. Wenn man das Caching auch global ausstellt, das ist so eine Empfehlung von mir, hat man das Problem, dass die Anwendung auf einmal unglaublich langsam wird, komischerweise. Das heißt also, man sollte das auf HTML-Seiten, also wo die Informationen sind, die sensitiv sind, beschränken. Bilder zum Beispiel, die sich nicht ändern, da kann man das Caching natürlich anlassen, weil das uninteressant ist im Fall. Genau, expires, das geht auch in das Caching rein. X-Permitted Cross-Domain Policy hatten wir auch gerade. Dann gibt es hier noch, den habe ich extra nicht definiert, weil daraus könnte man auch einen eigenen Vortrag über den ganzen Tag machen. Dieser Header Content Security Policy. Den gibt es erstmal in 3 Ausführungen. Davon unterstützt die eine Ausführung alte Chrome-Browser. Diese Sache wird aber wieder nicht von einigen Internet-Explorern unterstützt und so weiter. Also braucht man 3 Header, um das Gleiche auszusagen. Der neuere ist aber Content Security Policy. Der sagt dem Browser ganz genau, ob in der HTML-Seite Inline-JavaScript drin sein darf oder ob CSS direkt irgendwo drin geschrieben werden darf oder ob es immer per Datei nachgeladen werden muss von der gleichen Webseite. Damit kann man sehr, sehr, sehr viel einstellen, was der Browser dann unterbindet im Laden. Problem ist aber, erwischen Sie irgendeine Seite nicht, dann ist die Webseite weiß, wenn Sie Pech haben. Oder es kommt, das Design wird zerschossen oder irgendwie etwas Vergleichbares. Aber das ist, wenn man das setzen will, dass der OwnCloud zum Beispiel setzt es, also die meisten Anwendungen in PHP machen es inzwischen, OwnCloud ist also einer und PHP MyAdmin. Die setzen diesen Header und sagen, okay, du darfst JavaScript nachladen, aber nur von den folgenden Quellen, sprich meine eigenen. Und ich erlaube, dass JavaScript hier drin benutzt wird. Alles andere unterbinde ich. Es dürfen keine Bilder von extern nachgeladen werden, etc., etc. Also sprich, die Sicherheit wird in diesem Fall ein bisschen in den Browser verschoben. Und die meisten modernen Browser unterstützen das auch. Das ist sozusagen die letzte Schranke, in Anführungsstrichen, bevor der User infiziert wird. So, genau. Ja, damit sind wir auch, achso, jetzt habe ich es, ja, das war intelligent. Damit man es besser sehen kann, habe ich es eigentlich rangezoomt, habe es jetzt aber auch vor lauter Emotionen hier vergessen, weiterzuklicken. Genau, das war es eigentlich schon mit meinem Vortrag. Ich bedanke mich und... Wenn noch Fragen sind, gerne. Ja. Prinzipiell ist das, also die Frage war halt, wird es bei, wenn ich 100 Zertifikate unternehmensvalidiert abnehme, wird es dann sozusagen teurer bzw. billiger? Also ist es der gleiche Betrag? Das kommt darauf an, was Sie mit dem Anbieter aushandeln. Wenn Sie einfach, in Anführungsstrichen, stumpf über deren Oberfläche die nach und nach bestellen, die 100, dann werden Sie wahrscheinlich immer den gleichen Preis bezahlen. Achso. Ja. Nein, das Unternehmenszertifikat ist auch an die Domain gebunden. Also domainvalidiert ist das und unternehmensvalidiert. Das. Und wie gesagt, bei diesem EV-Zertifikat, also dieses erweiterte Extended Validation, deswegen EV, mit dieser grünen Adresszeile, haben Sie auch keine sogenannte Wildcard-Zertifikat. Wildcard-Zertifikat heißt, Sie können jegliche Subdomain nehmen. Das Wichtige ist, es muss Punkt Unternehmensname oder was auch immer, domain.de sein. Das geht bei diesen grünen Adresszeilen nicht. Sie können aber sehr wohl explizit Subdomains definieren. Das geht, das kostet aber Aufpreis. Sonst ist das mit den Systemen eigentlich nicht, also diese Wildcard gibt es halt da nicht und es hängt an der Domain. Das heißt, für jede Domain bräuchte er ein Zertifikat, was er nach Unternehmensstandard validieren müsste, wenn er das hin will. Und eventuell kann man da natürlich beim Preis, um das mal direkt vorweg zu sagen, wenn man gerade 100 abnimmt, natürlich meistens mit dem Händler da in Anführungsstrichen reden und sagen, ich nicht für, was war es, 94 Euro oder so, sondern mach mir mal einen besseren Preis, was weiß ich, 80, ich nehme dir aber 100 ab oder keine Ahnung, muss man halt handeln dann. Da sind die auch meistens bereit zu handeln.
Genau. Wenn Sie sagen, okay, die ganze Webseite soll per HTTPS nur erreichbar sein, dann würde ich auch dafür sorgen, dass alle HTTP-Anfragen auf HTTPS umgeleitet werden. Genau, mit diesem 301 Redirect, was wir schon gehört hatten, das wäre das Einfachste. Dazu muss man jetzt auch noch sagen, Google hat vor ein, zwei Wochen gesagt, dass die Verschlüsselung einer Webseite mit in deren Ranking-Algorithmus aufgeht. Inwieweit, haben sie natürlich nicht gesagt. Die meisten vermuten aber, dass es zwar reingeht, aber nicht so große Auswirkungen hat wie der Inhalt. Macht ja auch keinen Sinn eigentlich. Genau, richtig. Es muss auf HTTPS dann halt umleiten. Und ich hatte genau das gleiche mit www und nicht www. Da muss man sich halt auf eins einigen am besten. Macht auch für den Kunden am meisten Sinn. Ja, genau. Aber es ist richtig. Genau. Weil das macht ja keinen Sinn, wenn Sie sagen, okay, HTTPS und HTTP sind möglich und Sie wollen durchgängig verschlüsseln, dann würden Sie ja wieder sozusagen in die Verschlüsselung ein Loch reinmachen im gewissen Sinne. Ja. Noch Fragen? SSL-Verschlüsselung, ja? Ja, die Diskussion hat man sich ja bei der, als es mit der NSA aufkam, auch überlegt. Das Problem ist, hundertprozentig sicher können sie wie immer nicht sein, das ist immer das Problem, aber die meisten Verschlüsselungsalgorithmen, die heute im Einsatz sind, sind offengelegt worden. Das heißt, man weiß genau, wie sie mathematisch funktionieren. Ganz davon abgesehen, wie sie vielleicht implementiert worden sind, widersprich, also in OpenSSL zum Beispiel oder so, ne, ist da irgendwie die Idee gut, war die Idee gut bei der Implementierung, aber ist doch ein Sinnfehler gemacht worden, der die ganze Verschlüsselung dann wieder zusammenkrachen lässt. Das sind mal zwei Sachen. Mathematisch sind die Verschlüsselungen auf dem Papier, die jetzt so benutzt werden, natürlich jetzt nicht die alten, die neueren, gelten als sicher, weil sie einfach mit der aktuellen Rechenleistung nicht zu knacken sind. Wie die aber nachher implementiert worden sind in den einzelnen Systemen. Da sind ja auch bei OpenSSL zum Beispiel, hat man es ja auch letztens wieder gehabt, da haben zwar zig Leute drüber geguckt, aber keiner hat den Fehler gesehen. Das passiert natürlich immer bei menschengeschriebenen Systemen. Da macht es aber auch keinen Sinn, eine Verschlüsselung zu nehmen, die ich selber nicht kenne, die so eine Blackbox ist. Weil dann kann ja niemand bewerten, oder nur so ein paar Leute, ob die nun Ahnung haben oder nicht, sei mal dahingestellt, ob das sicher ist. Also hundertprozentig können wir das nie sagen, aber was ich eben so hart gesagt habe, die Liste von der Verschlüsselung her ist erstmal, muss man momentan als sicher ansehen. Natürlich gibt es immer wieder Hintertürchen in Anführungsstrichen, ob die bewusst reingebaut worden sind oder nicht, aber die werden mit der Zeit geschlossen und dann ist es halt im Sinne, wenn Sie einen eigenen Server zum Beispiel haben, dass Sie zeitnah ein Update machen oder der Hoster. Das ist immer so. Das ist auch bei Joomla genauso. Ja. Ja. SSL-Proxy ist wieder so eine Sache. Da ist ja wieder eigentlich, es ist ja sogar ein Man in the Middle im gewissen Sinne. Zwar ist es der gleiche, weil es der Hoster ist. Ob ich dem jetzt glauben würde, muss man selber entscheiden. Also ich war auch zum Beispiel ganz früher mal bei einem anderen Hoster, der hat auch so ein Proxy angeboten. Problem ist, es geht ja dann alles über diesen Proxy. Nicht nur Ihre Domain oder Ihre Unterbereich auf dem Proxy, sondern auch viele andere Sachen. Ob ich dem jetzt unbedingt vertrauen würde, weiß ich nicht. Implementierung in Joomla macht ja in diesem Fall keinen Sinn, weil es ist ja eigentlich etwas, was ich dazwischen schalte, bevor ich zu Joomla komme. Also Dokumentation mag es bestimmt geben, wie man einen Proxy aufsetzt, der auch SSL kann. Problem ist halt, der muss natürlich Zertifikate haben. Das ist auf jeden Fall so. Aber jetzt für Joomla explizit nicht, weil das ist ja kein klassisches Joomla-Problem eigentlich. Noch Fragen oder so erschlagen mit Informationen, dass man... Bitte? Was Lustiges? Okay, machst du hier einen Tanz oder was? Super, gut, dann übergebe ich an den Kollegen.
So. 1, 2, check, check. So, hört man mich? Jawohl. Ich muss mich vielleicht nicht vorstellen, ich weiß nicht. Kennt ihr mich schon? Viktor Vogel. Jetzt haben wir viel Theorie gehört, jetzt wollte ich euch ein bisschen was zeigen, eine kleine Live-Demo und eine Erweiterung möchte ich euch vorstellen, die jetzt dann in die neue JoomlaSecurity.de Seite eingebaut wird und die wir quasi für den Service nutzen werden, um euch den Service zu bieten. Es ist der HT-Access-Generator. Ich habe leider keine Live-Demo, die ist schon komplett lauffähig, aber ich habe sie jetzt nicht dabei auf dem Rechner, deshalb zeige ich euch ein paar Screenshots, was wir geplant haben, was wir machen möchten, ist im Grunde eine ganz normale Komponente, die dann bei uns laufen wird, wo wir dann im Backend die Regeln festlegen können, die Kategorien festlegen, für welche Joomla-Version es laufen wird, der Name der Regel, dann den Code natürlich, der dann ausgespuckt wird vorne, ausgegeben wird und der Hilfetext, den der User dann quasi dann, der dem User angezeigt wird, wenn er weitere Informationen haben möchte. Und beim Typ haben wir der Typ, wo die HT-Access reingehört, ist entweder der Root oder Root Administrator, aber das kann man halt beliebig setzen. Das ist sehr flexibel. Also man kann anpassen, also so anpassen, wie man es halt braucht. Gut, das ist die Kategorieübersicht. Das war jetzt die erste Version, wie die Ausgabe ist. Man wählt, da habe ich einen Schritt übersprungen, da habe ich vorher die Joomla-Version ausgewählt, 3.x. Dann werden halt die Regeln angezeigt, die wir gerade momentan eingepflegt haben für die 3er-Version. Die man auch selektieren kann. Man kann bestimmte Regeln auswählen oder deaktivieren. Vielleicht werden wir auch irgendwie empfohlene Regeln dann quasi vorselektieren. Müssen wir noch gucken, wie wir das machen. Fährt man drüber, hat man ein Tooltip, wie der Code dann aussehen wird. Wählt man die Regel aus, kommt man auf die Resultatseite. Da wird generierte HT-Access-Datei angezeigt und man kann sie auch mit einem Klick downloaden und direkt als fertige Datei quasi dann auf den Server ziehen und dann hat man die Regel. Und natürlich werden hier noch die Standardregeln, die mit Joomla mitgeliefert werden, werden natürlich dann auch eingetragen. Also in der fertigen, die man runterlädt, sind die Regeln auch drin. Nicht, dass man dann Mod Rewrite irgendwie löscht oder wie auch immer. Also Safe URLs. Das ist eigentlich schon alles, was den HT-Access-Generator angeht. Der wird jetzt finalisiert und dann kann man ihn direkt auf Joomla Security quasi als Dienst benutzen und schnell und einfach sich Regeln zurechtlegen. Jetzt kommt eine Live-Demo. Entschuldigung, ja? Sehr gern. Ja? Passiert da was? Doppelt? Passiert doch nicht, oder? Normal. Ja gut, Performance, ja, aber es ist ja nicht. Aber wir werden natürlich die Datei, die man dann bekommt, runterladen kann, die enthält bereits die Regeln, die auch in Joomla sein sollten, reinkommen sollen. Also das heißt, man ersetzt einfach die HTX, die man bereits hat, die standardmäßig dabei ist. Also da zerschießt man sich nicht. Wir liefern die aktuelle Version dann mit. Oder man kann es natürlich so lassen, wie ich es vorher angezeigt habe, dass man nur den Teil selber rauskopiert und bei sich einfügt. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Muss man selber wissen, muss man selber entscheiden, was man möchte. Wo bin ich? Also. In Köln? Ja. Verdammt. Jetzt mal alle bitte umdrehen. Alles ist obsolet, was ich vorher gequatscht habe. Habt ihr schon gesagt? Admin 1, 2, 3, 4 ist nicht wirklich sicher, würde nicht benutzen. Das ist nur eine lokale Installation. Okay, jetzt möchte ich euch was anderes vorstellen, das ich gerade auch entwickelt habe, geschrieben habe. Ein Checksum-Scanner. Man kann die ganze Joomla-Installation durchscannen. Für jede Datei wird eine Checksum erstellt. Die wird in die Datenbank abgelegt. Und mit diesem, also ich habe Snapshot genannt. Man erstellt sich einen Snapshot, wo die ganzen Checksummen drin sind. Und man kann dann diesen Zustand, den man hatte, mit dem aktuellen Zustand vom jetzigen, also von dem System, vom laufenden System, miteinander vergleichen und Änderungen in Dateien feststellen. Das heißt, wenn irgendwelche Dateien modifiziert werden, haben sie eine andere Checksumme und diese werden dann hier aufgelistet. Und das ist sehr zuverlässig. Ich nutze Standard PHP-Version, Funktion. Und das, das der,
Also ich habe großen Bedarf, also was du vorhin gemeint hast mit dem JCE, wenn da Dateien zum Beispiel im Image-Ordner hochgeladen werden, diese werden auch sofort erkannt. Wenn neue Dateien vorhanden sind, die irgendwie so ein Shell-Script oder wie auch immer, der wird sofort erkannt als neue Datei und wird auch hier aufgelistet. Das heißt, wenn man zum Beispiel dann guckt, wenn man zum Beispiel einen Hack hatte oder wie auch immer, dann kann man hingehen und den Zustand des Systems mit dem Snapshot abgleichen und man sieht sofort, wo die Modifikationen stattfanden. Das heißt, man kann sofort sehen, wo die Hack-Dateien liegen und welche Dateien modifiziert wurden. Farbschema ändern. So, den habe ich schon vorinstalliert. Unterstützt mich. So, ich hab mir zwei Typen überlegt. Ich habe es aber jetzt, glaube ich, nur auf Englisch momentan. Das ist wahrscheinlich nicht so schlimm. Es gibt den Snapshot-Typ und es gibt den Archiv-Typ. Also Snapshot-Typ bedeutet, dass man das aktuelle System mit einem Snapshot abgleicht. Und Archiv-Typ ist, wenn man, dass man eine ZIP-Datei mit einem Snapshot abgleicht. Das heißt, man kann zum Beispiel prüfen, ob die Core-Integrität noch vorhanden ist, ob irgendwelche Core-Dateien angefasst worden sind. Da kann man sich ganz einfach das aktuelle Core-Paket runterladen. Kann man, natürlich. Achso, du meinst den Scan-Prozess starten? Ja gut, das würde natürlich den Einlog-Prozess ein bisschen verlangsamen, weil das Scan an sich, der dauert ja schon 10 Sekunden oder so. Aber man könnte es natürlich irgendwie triggern im Hintergrund, irgendwie über einen Cronjob oder so. Ja klar, das übrigens ein Cronjob-Plugin ist auch in Entwicklung. Also man kann das so einstellen, dass so ein Snapshot oder so ein Scan halt alle 24 Stunden durchgeführt wird. Und man könnte es natürlich weiter strecken, dass man die Ergebnisse per E-Mail bekommt oder so. Also da ist alles möglich. Momentan ist es halt noch in der Entwicklung, ist die erste Version. So, und hier macht man die Snapshots, hier legt man sich die Snapshots an. Das heißt, jetzt wird die komplette Installation durchgescannt und für jede Datei, die in der Instanz vorhanden ist, wird eine Checksum generiert und in die Datenbank abgelegt. Das wird jetzt ein bisschen dauern. Okay, ging eigentlich. Die ist riesig. Also wenn man sich überlegt, für jede Datei, da sind über 5300 Dateien und für jede wird noch eine Checksumme angelegt. Das heißt, der Datenbankeintrag ist schon relativ groß, 1-2 Megabyte braucht ein Eintrag, weil das ist eine riesen JSON-Datei. Aber ich lege auch zusätzlich eine Preview-Datei an. Das heißt, wenn ich diese Seite hier lade, die View, dann lade ich natürlich nur diese Preview-Datei, also damit die Performance noch gegeben ist. So, und hier habe ich eine kleine Vorschau. Also so wird es aussehen. Okay, jetzt habe ich natürlich von meiner Entwicklungsumgebung noch die zusätzlichen Sachen. Normalerweise fängt es hier mit Administrator, blablabla, irgendwas an. Und hier ist die Checksumme dieser Datei. Das heißt, wenn ich jetzt den Scan durchführe, ich habe ja jetzt nichts geändert an den Dateien, müsste eigentlich nichts passieren. Also hier wird immer ein Snapshot ausgewählt. Hier klicke ich auf Start Scan Process. Jetzt scannt er, das andere deaktiviere ich, weil niemand. Das geht relativ schnell, dieser Abgleich geht relativ schnell. Bloß die Checksumme zu generieren oder an die Datenbank abzuspeichern, die ganze Anbindung, das dauert ein bisschen länger. Und hier sieht man natürlich, kann ich das ein bisschen nach rechts ziehen? Moment. Ist auch responsive. Genau. Okay, die Ausgabe ist noch ein bisschen langweilig, aber man sieht, dass es gibt gar nichts, keine veränderten Dateien, es gibt keine neuen, keine entfernten und alle sind identisch. Und hier liste ich halt natürlich alle identischen auf. Deshalb braucht schon dann ein bisschen. Also alles ist ganz so, wie es sein muss. Jetzt simulieren wir einen Hack, wie auch immer. Ich ändere jetzt einfach ein paar Dateien. Ich gehe jetzt in die Index rein. Wo bin ich denn? Was ist das für eine Installation? Workshop. Wer lacht? So, jetzt guck. Ich ziehe es mal rüber, damit ihr das auch. Ja. Wo ich bleibe. Come on. So, Standard Joomla Installation, okay, hier habe ich zum Beispiel, das muss ich noch lassen, weil ich brauche das zum Zeigen. Okay, ich lösche jetzt mal die License, die README, die habe ich jetzt geöffnet, die will ich löschen, komm mal. README, so, was machen wir, was hast du gemeint, Images-Ordner wird oft was abgelegt, ja, okay, ich
nehme ich jetzt mal die... wie hieß sie nochmal? FO7 oder wie? Ich mach Spaß, mein Lieber. So, das ist zum Beispiel so ein Shell-Skript, das hochgeladen worden ist. Dann die kopiere ich mir raus und mache sie irgendwie ganz verzahnt im Libraries-Ordner. Was weiß ich. Hier rein. So, jetzt haben wir Veränderungen, wir haben was entfernt, wir haben modifiziert. Ah, wir haben noch nichts modifiziert. Ich muss irgendeine Datei bearbeiten. Dann machen wir mal hier eine Änderung, sagen wir, der will hier eine Umleitung in der Index. Oh, ich habe sie jetzt hier geladen. So sieht sie aus. Und ich mache hier irgendeinen Schadcode. Okay, das wäre natürlich blöd, nicht, dass mein... Irgendwas, ist egal. Jede Änderung bewirkt, dass eine neue Checksumme generiert wird und die Kollisionsgefahr ist relativ gering, deshalb nutzen wir aus Performancegründen auch MD5. Hier ist es okay. Er hat nichts mit so, sicherheitstechnischen Aspekten zu tun. Ja, und sichere Passwortverwendung. Okay, super. Also wir haben jetzt Änderungen gehabt. Wir merken, irgendwas stimmt nicht am System. Ich habe einen aktuellen Snapshot. Damit mache ich jetzt den Abgleich und gucke, was ist da passiert. Wo gab es die Änderungen? Jetzt scannt er das durch. So, und jetzt haben wir die zwei neu gefundenen Dateien, die ich jetzt extra zusätzlich angelegt habe, werden hier aufgelistet. Gleich. Die modifizierte, das ist die Index, die ich da quasi gerade modifiziert habe, und die Dateien, die ich entfernt habe. Das heißt, der aktuelle Zustand stimmt nicht mehr mit dem Zustand des Snapshots überein. Du hast eine Frage? Ab, du hast es erkannt, darauf komme ich noch. Richtig, richtig. Man kann alles, das ist nur jetzt zu Showcase, nur zum Anzeigen. Das ist ein guter Punkt. Natürlich vor einem Update macht man nochmal den Check, guckt, okay, sauber, macht das Update und danach legt man sich natürlich einen neuen Snapshot an, der dann als Referenz gilt. Also man vergleicht natürlich nicht mehr mit dem alten Stand, weil das hat ja gar keinen Sinn mehr, wenn man selber die Updates durchführt. Okay, das ging relativ fix. Hier habe ich noch zusätzlich eingebaut, dass man die Dateien zählen kann, um einen schnellen Check zu machen. Das geht relativ schnell, weil man hat nicht diesen Overhead mit der Checksummengenerierung. Also man sieht, es hat sich nichts geändert. Wenn ich jetzt was lösche, der merkt das. Ah, wo bin ich denn? Ah, hier. Was habe ich denn gelöscht? Ha? Ich mache die Text jetzt weg. So, jetzt müssen eigentlich eine Datei weniger sein. Wenn das richtig macht, so, die wird auch ist entfernt worden, merkt er auch gleich, scannt er durch. So, und jetzt kommt natürlich was Interessantes, was auch für mich wichtig ist, damit ich die Integrität des Cores prüfen kann. Jetzt testen wir mal das mit dem Archiv. Da mache ich einfach den Abgleich mit dem gleichen Snapshot, der jetzt auch nicht mehr schon aktuell ist, aber zum Vergleich, einfach nur um zu gucken, weil ich habe da ja ein paar Core-Sachen geändert. Und wir nehmen natürlich das aktuelle Paket, das habe ich heute installiert. So, das dauert natürlich auch etwas, weil ich muss ja das Paket erst hochladen, entpacken und dann lasse ich den Snapshot auf diesen entpackten Ordner laufen. Und dann lösche ich natürlich die Dateien wieder, die zuvor entpackten aus dem Archiv. Also, das hat nicht geklappt. Achso, keine Datei gewählt, die hat er nicht erkannt. Genau, Fehlerausgabe ist auch schon implementiert. Also, wenn man nichts auswählt, warum hat er die nicht erkannt? Oh, will nicht. Nee, das funktioniert einwandfrei. Der will das Paket nicht hochladen. Achso, jetzt habe ich es. Ich glaube, das Problem ist, die ZIP-Datei ist so hoch. Ich habe mit den Limits heute gespielt. Jetzt kann ich die ZIP-Datei nicht hochladen. Ich müsste in meiner lokalen Serverumgebung Upload-Limit hochsetzen. Aber es funktioniert genauso. Also die Ausgabe ist die gleiche. Bloß ich nehme hier nicht das aktuelle System als Referenz, das Testsystem, sondern den Snapshot. Das heißt, bevor man anfängt zu scannen, also mit einer ZIP-Datei, Archivtyp, muss man einen aktuellen Snapshot anlegen. Und dieser Snapshot repräsentiert dann das aktuelle System. Und dann gleicht man das mit dem Archivtyp, mit den Dateien aus dem Archiv ab.
Es gibt schon lange, schon seit einem Monat habe ich eine Testversion draußen. Da haben sich auch einige gemeldet, die haben es auch getestet, hat super funktioniert alles. Ich bin jetzt dabei, das zu veröffentlichen. Ich wollte es noch vor dem Joomla.de veröffentlichen, öffentliche Version rausbringen. Ich werde es wahrscheinlich jetzt demnächst in ein paar Tagen, werde ich sie auch online stellen bei mir. Und dann kann man sie kostenlos runterladen und natürlich durch das Ganze durchführen. Und wenn ihr Ideen habt, so wie mit dem Plugin und so, finde ich super, mit dem Cronjob-Plugin und so, immer her zu mir und ja, kann was Großes werden auf jeden Fall. Ich denke, das war's. Das ist auch ein guter Punkt. Man kann natürlich als Archiv natürlich das Backup nehmen. Man legt ein Backup an und man prüft den aktuellen Stand mit seinem Backup. Und das geht innerhalb von Sekunden, also hat man ja gesehen, geht richtig schnell. Und dann weiß man, ob das Backup noch aktuell ist oder was sich bis jetzt geändert hat vom jetzt aufs Backup. Ja, dann machst du Folgendes. Das würde ich nicht empfehlen. Ich habe eine Option bereits eingebaut. Du kannst das ausklammern, ja. Genau, also man kann auch natürlich Dateien und Ordner ausklammern vom Scans-Prozess auch rausnehmen und dann den Algorithmus einstellen, obwohl das in dem Fall keinen Sinn, großen Sinn macht. MD5 ist okay. Das Problem ist natürlich, wenn du ihn ausklammerst und da passiert gerade zufällig in diesem Ordner was. Also sollte man vermeiden. Also so, außer du bist 100% sicher oder du, wie auch immer, vertraust dem Kunden was oder. Aber ich würde nach Möglichkeit nichts eintragen und wirklich alles durchscannen. Auch wenn es ein paar Sekunden länger dauert, aber dann gehst du schon mal sicher. Habe ich nicht verstanden. Wie anzeigen? Ach so, natürlich, dann die wird ja natürlich hier angezeigt. Also noch ganz wichtig, das ist kein Malware-Scanner. Das heißt, Schadcode findet man damit nicht. Man findet nur Änderungen an Dateien. Also nur der Stempel wird geändert, aber Code selber, es ist angedacht. Ich habe auch mit Nikolas von Akiba Backup ein bisschen diskutiert drüber. Der hat es auch in seinem Tool, Admin Tools. Und vielleicht baue ich das noch als Plugin zusätzlich ein. Aber momentan ist da wirklich nur ein Abgleich, ob sich irgendwas geändert hat, irgendeine Modifikation. Fertig? Fragen? Testversion gibt es auf meiner Seite, dafür brauchst du ein Passwort. Das gebe ich dir gleich. Nee, das Problem ist, ich kann euch das Passwort gerne geben, aber ich muss erst mal suchen, ich muss erst mal gucken. Aber nicht 1, 2, 3, 4. Nee. Also habt ihr Interesse, soll ich euch das Passwort mal geben, jetzt? Lecker Mädchen. Das war meine Tochter übrigens da oben, also aufpassen. Also Moment, ich zeig euch gleich das Passwort. Lecker Mädchen, sagt sie mir. So. Ich muss selber erst gucken. Also ich habe meine Projektseite so umgeschrieben, dass ich ein zusätzliches Feld im Forker-Download habe, wo ich das Passwort eintragen kann. Come on. Eine Sekunde, wenn gleich soweit. So. Soll ich es ändern in 1, 2, 3, 4? Ich glaube, das wäre einfacher. Ja, ich will sowieso die finale Version rausbringen, also it's okay. So. Ja, lach du nur. Achso. Ich weiß, was du meinst. Also. Also runterladen könnt ihr das Ding, also die Version, die Development-Version hier. Hier, also ist unter, auf meiner Seite unter Downloads. Ganz einfach Downloads und dann in der Übersicht der dritte Punkt. Der ist schon vom 17. August. Ich habe noch keine Zeit gehabt. Genau, und das Ganze funktioniert dann nur mit Passwort. Und das Passwort ist das da. Soll ich schnell ändern für euch? Kommt. JD14. What? Ich sehe das so schlecht. Warte, ich zieh's mal rüber.
Also jd14.de, aber Moment, ist noch nicht abgespeichert, ihr könnt gleich runterladen. jd14.de. Ich sehe das so schlecht wegen dem. Genau, und dann einfach runter installieren und loslegen. Also die Version, die jetzt zum Runterladen ist, das wird auch die erste finale Version. Also ich werde nicht noch zusätzliche Features einbauen. Und die. Wie bitte? Das ist, glaube ich, noch nicht implementiert, das weiß ich gar nicht. Ich habe da was gemacht, aber ich habe viele Sachen gemacht, das ist das Problem. Ich mache viele Sachen parallel. Moment. Nee, ist noch nicht dabei. Da ist nur die Komponente. Das kommt alles noch, kommt noch. Ist in Entwicklung. Ausprobieren, checken. Ich würde mich über Feedback freuen natürlich. Und schreibt mir eine kurze Mail, wäre super. jd14.de. Das ist unser Hashtag bei Twitter. Sehr schlaues Passwort, gell? Okay. Noch Fragen? Alles klar, vielen Dank.